Eine neue Ära hier bei Anno 1800 mit Vasco Oliveira im Szenario. Moment mal, das hatten wir gerade erst, wa? Genau, das hatten wir in der letzten Folge, letzten paar Folgen bei Anno 1800. Kampagne Schrägstrich eigentlich im Szenario. Und damit willkommen zurück, Freunde, zu Keim der Hoffnung. Ja, ihr seht es auch in der Titelbeschreibung, dass wir da was geändert haben. Und zwar, was ist passiert? Ja, also Szenario dachte mir so, ja komm, das passt jetzt zur Story. Kann man da deswegen in die Kampagne, in dieses Let's Play quasi integrieren. Beziehungsweise in die Playlist und ist das schnell gemacht und so. Aber hat sich gezeigt, ist eben doch nicht so. Vor allem, wenn man da Silber, Gold reichen muss, muss man sich schon ein bisschen ja, Mühe geben. Ja, auch ein bisschen überlegen, ein bisschen rumprobieren und so natürlich. Das gehört alles ein bisschen dazu und deswegen ist es irgendwie so für dieses Let's Play eher ein bisschen ungeeignet, in Anführungs- und Schlusszeichen. Zumal wir es ja in der letzten Folge wieder mal verkackt haben, also spreche ich natürlich, und deswegen war ja jetzt die Idee, dass ich sage, hey komm, Szenarien sind trotzdem cool, wir machen noch beide noch, die wir dort zur Verfügung haben, ne? Geht ja um die beiden, Moment, wir zeigen es gleich, geht hier relativ flott. Das hier eben der Käfig, der mit dem vierten Season Pass kam. Oder eben am Ende, was es seit Ende 2020 kam, was ich irgendwie ein bisschen übersehen habe, jetzt ein paar Wochen. Die beiden werden auch noch kommen, aber ich mache dafür eigene Let's Plays, beziehungsweise eigene Playlists und so, damit die auch schön getrennt voneinander haben und dort jeweils auch mehrere Versuche starten können, eben auch für Goldrang und ja, also ein bisschen ausprobieren, abzuschließen, etc. etc. So. Soweit dazu, das heißt für uns, dass wir jetzt wieder mit dem Ding weitermachen und zwar genau, mit der Kampagne. Hätte auch hier schon so ein bisschen rumprobiert habe. Auch mit Eden am Ende und so, dazu dann eben später mehr. Stimmt das? Könnte das ungefähr hinkommen? Ja, ich hoffe mal, wenn ich den 16 Autos sehe, ja, come shit happens. Also, letzten. Der kann kaum stimmen. Weil den habe ich ja genau falsch benamselt. Das stimmt, daran erinnere ich mich noch. Egal, komm. Wir legen mal los. Also quasi machen dort, wo wir zuletzt in der Kampagne aufgehört haben. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Szenario mit der mit der genau, mit der Nein, Quatsch. Es war ja, wir hatten vor allem das mit den Waren noch. Warenaustausch, sprich Import-Export, noch ein bisschen gehandelt. Wo ich dann aber gesagt habe, komm, jetzt wollte ich mal ein bisschen Tapeten wechseln, wollte mich ja in die neue Welt begeben und dann sind wir ja irgendwie aufs Szenario gestoßen. Und jetzt in den nächsten paar Folgen will ich mich vor allem in der neuen Welt um die Hacienda kümmern. Ja, dementsprechend immer noch neue Welt, weil ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Wolkenkratzer und so, zumindest aktuell gerade nicht. Und solange es dort einigermaßen läuft, sage ich jetzt mir mal, kann man ja den Abstecher wagen, wa? Dort läuft ja mehr oder weniger alles ein bisschen automatisiert und bis ja auch die ganzen Dinger mit den, ja, eben mit den Waren und so perfekt funktioniert. Wir auch genug Dinger haben. Moment, ganz kurz mal gucken. Wir auch genug. Ja, komm, Speicherstadt. Da geht es ja auch ein bisschen. Ums Holzfurnier, um die Glühfäden, ne? Alles Import-Export. Holzfurnier soll ja auch ein bisschen steigen. Jetzt war gerade ein bisschen. Ui. Bisschen viel Holzfurnier gebraucht. Okay, klappt es aktuell wohl nicht mehr so, wie ich das irgendwie gehofft hatte. Glühfäden brauchen wir noch, zumindest um nachher wieder die Dinger produzieren zu können. Importieren zu können, die Dampf, ne Quatsch, die Telefon importieren, aber die Dampfwägen exportieren. Da war ja irgendwie was. In der Richtung zumindest. So. Da brauche ich ja noch. Also Glühfäden sind klar, wieso ich die brauche. Wieso ich jetzt aber gerade Salpeter noch brauche, sind gerade irgendwie nicht mehr so schlüssig. Wozu brauche ich aktuell überhaupt Salpeter? Kirschholz ist klar, Salpeter sinkt. Okay, irgendwo verbrauche ich den gerade wieder. Ja, ich habe da irgendwie einen kleinen Hangout. Bin ich etwa zu eifrig? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber einen hohen Glasverbrauch? Ne, okay, alles wieder cool. Ja, gut, natürlich schon irgendwo hier oben, ne? Das ist mir soweit klar, aber.
Okay, wir sind mehr im Insellager, sehr gut. Holz, Couch, Kamvia. Couch müssen wir importieren, das stimmt, da will ich ja nicht mehr über die neue Welt holen, das habe ich schon mal erwähnt. Cognac, ne, hier war es auch nicht, haben wir die Trauben. Das Ding, das läuft auch. Zucker, ja, ist so eine Geschichte, weil wir hier unten ja auch Zucker haben. Die Limonade, hier brauchen wir Salpeter. Noch hier natürlich Zucker. Hm. Die Käse laufen, die brauchen nur, wenn es mal soweit ist. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Der Chef kommt, was los? Was los hier? Hm, ja, Salpeter eigentlich nur dafür. Gut, Ding ist eh voll, also von dem her. 500 Salpeter vielleicht ein bisschen großzügig geschätzt, aber egal. Dann haben wir die Dinger noch. Hier eben die Steine halt ein bisschen. Da ist ja auch gut so. Glühbirnen sind bei alt hoffentlich auch auf der nächsten Stufe. Genauso wie die Phonographen. Sprich hier oben. Taschenuhren dauern noch ein bisschen. Aber die Dinger sind ja eigentlich Güterklasse wie hier unten. Ha, jetzt neue Quests offen oder was? Hä? Was hab ich hier? Ach so, ja, nehmen wir mal an, der genau, da war ja noch was. Oh, der geht mir auf den Sack, ey. Immer wieder geht mir der Typ hier auf den Sack. Das will sie machen. So, bei den Forschungsdingen sind wir soweit ja auch dabei. Die können da einfach, genau, da problemlos das erforschen. Das läuft jetzt soweit auch. Hier habe ich einen gewissen Teil hier abgebrochen und gesagt, aber da unten jetzt gar nicht. Auf ein paar Punkte mehr. Da gehen wir doch die Dinger lieber hier oben hin, aber hier habe ich sie auch wieder gesperrt, weil ich die Phonographen ja für was anderes, quasi für den Export brauche. Deswegen auf die Kohle verzichte. Schmuck wollen wir momentan auch nicht mehr herstellen. Theoretisch kann man sich überlegen, den zu importieren. Wenn es überhaupt geht, weiß ich gar nicht mehr. Schmuck importieren? Doch, kann man, okay. Genau, und die Dinger hier sind ja auch klar. Hä? Taschenuhren, Dingsbums. Da habe ich, glaube ich, alles so weit gemacht, dass es funktionieren müsste. Phonograph in Anführungszeichen. Und Schlusszeichen, weil wir dafür noch zu wenig produzieren. Und aktuell noch 1 zu 1 ist, aber dann habe ich halt zu wenig Telefone, weil wir brauchen eh nicht so viel aktuell. Ist das korrekt? Kann man ganz kurz gucken und checken. Sekt. Na gut. Das ist natürlich hier, war. Dampfwägen steigen, sehr gut. Schokolade, Zigarren läuft auch. Ja, hier sieht man zum Beispiel Lederstiefel, Maßanzüge. Ist alles cool. Telefone steigen auch, ist auch alles geil. Turmpfeifen müssen wir ja von hier haben, genau. Ja, eben hier sind halt so Dinge, wo man sich dann fragen kann. Yeah. Aber, mein Gott, haben wir momentan noch 1 zu 1, die steigen ja eh wieder. Vielleicht kriegen wir sogar bald mal noch eine Info, dass die eben steigen. Und dann können wir hier weitermachen. Und deswegen zurück in die neue Welt. So, ansonsten in der Weltkarte selbst hat sich nichts geändert. Wir haben auch die Szenarien, die man hier auswählen kann. Und ihr Rettungseinsatz und so, okay. Spezialisten retten, schön. Piratenjagd, ja. Aber halt wirklich aktiv jagen kann man ja auch nicht. MBs, da kann man ja noch ein bisschen mehr machen. Weil ich hoffe irgendwie mal noch, ja doof gesagt, aber irgendwie so im 5. Season Pass. Dass vielleicht die Arktis und MBs da drin würde. Also, wir müssen natürlich festhalten, Anwarts nun ist schon gewaltig. Da muss natürlich jemand sich schon die Frage stellen, muss noch größer sein und so? Ja, nein. Aber es kann natürlich auch größer sein, ne? Das ist so. So, Diplomatie. Die wir natürlich nicht aus den Augen verlieren, ne? Ist klar. Wir nehmen es. So, bei ihr kann ich aber noch ein bisschen was machen. Da ist ja. Oh, ja, ich höre, es ist viel zu großzügig, als dass ich es je akzeptieren könnte. Wir sind alles Menschen. Wieso sollte ich mich da abheben? Du musst dich nicht unter Wert verkaufen. Okay, das war irgendwie bei ihr auch mal einfacher. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Die Bilanz ist zwar nicht mehr. Die Bilanz ist zwar nicht mehr die beste, aber dafür das Vermögen, das passt ja. Das ist ja alles geil. So, Freunde. Die Hacienda La José, nee, auf die Hacienda. Wird gebaut. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Oh yeah. Das. Die Hacienda öffnet ihre Pforten. Sir Michael enthüllt eine pretty neue Hacienda. Ein Ort für fortschrittliche Landwirtschaft, verantwortungsvolle Regierungsführung und ein gutes Leben. Verantwortungsvolle Regierungsführung. Aber, warum? Warum hat es die Attraktivität verloren? What the fuck? Also, die Hacienda. Wir haben sie ja schon im Szenario kennengelernt. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, kommen wir darauf gleich nochmal zu sprechen. Was mir gerade aufgefallen ist, haben wir gar keine Holzproduktion mehr, oder was? Das könnte sogar sein, wa? Krass, Lehmgrund so mache ich noch, aber den Rest nicht mehr. Scheiße. Wie los? Könnten Sie uns noch einmal den Weg weisen? Ich habe eine revolutionäre neue Idee. Och nö. Habe ich irgendwelche vorigen Schiff? Irgendwie nicht so, wa? Oh, der macht noch ein bisschen wenig, aber. Haben wir noch ein Schiffchen übrig? Nicht so ein Schiff, was er gerne hätte. Verdammte Kacke. Hä? Die hat er schon verbraucht? Krass. Ja gut, dass ich hier noch einen übrig habe, da ist normal. Das soll ja auch so sein. Wenn sie wieder mal Bumm macht, dann braucht der Schiff nicht unbedingt. Habe ich hier noch einen übrig? Ah, die Seepocke. Ich habe gerade klein noch übrig, aber komm. Dann gehst du doch mal Hacienda. Auf in die neue Welt. Der Pack ist eben noch da, ey. So. Die auch im Wesen bauen, natürlich kümmert noch wieder ein bisschen mehr. Ich habe eigentlich momentan immer noch Bock auf die neue Welt. So. Genau, wir müssen hier mal ein paar Waren noch transferieren. Jetzt das mit der Hacienda generell. Kann ich glaube die Hacienda pro Insel bauen. Theoretisch zumindest, aber was bringt die Hacienda überhaupt? Zwei Dinge. Einerseits, kann man ganz kurz angucken. Was ist hier oben los? Wir würden die Waffen niederlegen. Okay. Sie sind in Freiheit auf hoher See. Nicht so wie ich. Ja, Schnauze. Fehlende Waren. Wieso haben wir hier kein Ethanol mehr? Ich habe irgendwie mal was falsch gemacht. Ja gut. Ja. Und Holz ist natürlich ein bisschen schwierig. Also den hier temporär. Hä? Was haben wir denn da? Was haben wir da kaputt gemacht, ey? Mann. Den haben die einfach mal rausgenommen, nicht wieder zurückgesetzt oder so? Ist ja scheiße. Okay. Also. Dann wäre das Problem nachher wieder geklärt, warum wir kein Ethanol mehr haben. Ich habe mich schon gewundert, ey. Wir brauchen natürlich inoffizielle Leute. Haben bis jetzt brauchen wir noch nicht so viel in der alten Welt, deswegen haben wir uns noch nicht so gewundert. Nee. Ach, herrje. Ich wollte lieber Piratenallianzen. So. Die Fabrik Ethanol. Ja, Schnauze. Die wollen ja noch was? Hä, muss ich die versorgen oder was? Tatsache, krass. Hä? Wann werden Sie wohl Zeit haben? Ich weiß auch nicht, was wollen die denn hier? Okay, shit happens. Also, zurück zur Hacienda.
Also ändert erstens mal einen großen Einflussbereich, je nachdem wie viel Einwohner man auf der Insel hat. Und dann kann man halt noch Module bauen, man kann Richtlinien festsetzen, also zum Beispiel Initiative für maßvolle Ernährung. Beeinflusst alle Bewohnerhäuser der neuen Welt auf der Insel. Bedürfnis mal los. Bewohner verbrauchen 30% weniger gebackene Bananen und Tortillas. Beginnen den Tag mit einem herzhaften Frühstück, verzichtet beim Mittagessen auf Kohlenhydrate und ist um Himmels Willen zum Abendessen nicht nur Churros. Man sieht, müssen hier sogar alle betroffen sein. Ein Wohngebäude hier auf der Insel. So, gibt es hier noch ein paar Dinge, die man machen kann. Vorbildung für Holzfäller. Wer fürs Holzfäller heute sagen, Initiative. Norm für Gewicht und Maße. Ortsversammlungen. Aktivität, aber ganz ehrlich, dass ich so wenig habe, dass die Insel so unattraktiv ist, das wundert mich schon ein bisschen. Unorte. Ja gut, mein Gott. Krass. Okay, wenn ich jetzt mal machen würde. Das ist mal so ein Modul, was ich eingesetzt habe. Das heißt, die dürften eigentlich weder irgendwie, das dürfte gar nichts Negatives sein. Sie brauchen auch weniger gebackene Bananen und Tortillas, was mir eigentlich auch zugutekommen würde. Dankeschön. So, jetzt kommen der nächste Schritt. Wir haben ja nicht nur das zur Verfügung, es dient ja auch so als Waren, Itemübersicht etc. etc. Was ist denn das? Teutonisch-technisches Schneidewerkzeug. Ja, aber da noch ein bisschen mehr Einfluss in all denen, verfügbarer Einfluss. Natürlich auch schon viel eingesetzt, hey, Propaganda gar nichts. Ah, okay, wie sieht es mit dem Handel aus? Charterrouten, Luftschiffe. Wäre ja, natürlich auch die noch ein bisschen erhöhen würde. Okay. Ansonsten ist alles Kultur. Ja, okay. Zumindest ein paar davon sind schon mal vollkommen ausgebaut. Zoo-Module. Botanischer Garten, ja. Propaganda. Aber eben erstmal Einfluss gewinnen, wa? Ich meine, steht da. Dass noch ein paar Einwohner mehr brauche, dann kriege ich auch ein bisschen mehr Einfluss wieder. Einfluss in Ingenieuren. Ingenieuren, die mir das halt nicht so groß gehofft hatte. Das ist natürlich schade. Ah, das ist da oben, super. Alpaka-Wolle. Manövriere! Dann flieg mal hier hin. So, das sind ja so die einen Dinge, die mir jetzt gerade wundern, dass ich irgendwie hier. Hier, Ascender-Module. So. Ascender-Weg, Ascender-Pflaster, was man hier noch so Dinger bauen kann. Unterkünfte für Journaleros, für Obreros. Also kann ich direkt bauen, ich muss nicht irgendwie upgraden oder so, man kann die direkt bauen. Was zwar ein bisschen umstritten ist. Es gibt viele, die sagen, oh, das brauchst du gar nicht, weil die natürlich auch größere Gebäude sind und so. Ich persönlich bin eigentlich Fan von den Gebäuden. Erstens, weil du nicht irgendwie ständig irgendwie upgraden und downgraden musst und dann kannst du direkt die richtigen Gebäude bauen. Und du kannst die Einwohnerzahl auch steigern durch neue Güter. Dann haben wir hier noch Hacienda Lagerräume, wir haben sogar die Farm. Spezielle Hacienda Farm, in denen man halt ganz eigene Dinge noch bauen kann. Wie zum Beispiel hier mit dem, wie man sieht, Zuckerrohr, Mais, Kaffee, Kautschuk,
Kakao, Kartoffeln, Gewürze, Getreide. Natürlich geht es nur, wenn wir die Fruchtbarkeit dafür hätten, aber theoretisch wäre das alles möglich. Die Brauerei, ja, da kann man Rum, Bier, Atole, Schnaps, Chilisauce, kann auch sehr viele Dinge machen. Ein Düngerwerk, das haben wir noch gar nie gesehen. Kann ich bauen, weil mir irgendwie die Dinger fehlen. Ja. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ne? Einerseits haben wir die Richtlinie, die ihm für alle gilt, alle Gebäude. Und ihr seht hier so einen Kreis, einen Radius. Und das ist halt der Radius, wo ich diese Gebäude bauen kann. Wo sie auch wirken. Und wenn ich zum Beispiel den hier oben baue, bringt das nichts, weil er würde dann sagen, ey, wo ist die Asenda? Sie ist nicht in der Nähe. Das gilt ja auch für die Farmen und das Lagerraum. Und die Lagerräume. Aber es ist halt trotzdem so, das muss man sich auch vor Augen führen, die Asenda oder beziehungsweise der Radius der Hacienda erhöht sich ja auch dadurch, wie viele Leute man in der Nähe hat. Oder beziehungsweise, glaube ich, sogar auf der ganzen Insel. Also je mehr Bewohner ich habe, desto größer wird der Radius hier. Und ihr könnt natürlich schon denken, natürlich wäre es cool, wenn die ganzen Plantagen hier, die wir so haben, die Menschen lassen sie hochleben, auch durch eben diese Farmen ersetzen könnte. Fände ich persönlich einen ganz geil. Also natürlich so, mit gewissen Dingen überlegen kann, ja, sind da Farmer, sind die Dinger, okay, gut, aber irgendwie jetzt für Waren, wie wir es hier haben und produzieren, wie Wolle und so. Und der Kautschuk nützt mir ja nichts. Da wäre es mir halt eher wiederum ein bisschen, ja, ein bisschen zumindest schade. Warte mal. Das ist eine gewöhnliche Kolonie, weil wir haben halt Umweltverschmutzung etc. etc. und deswegen geht das alles so zur Neige. Hier haben wir so viel Plus drin, vor allem Feierlichkeit. Ah, gut. Es ist jetzt ein Künstlerfest. Vergebt der Jugend von heute. Ich frage mich halt auch jetzt mit der Hacienda. Macht es echt Sinn, die hier draußen zu bauen? Oder baue ich sie vielleicht sogar lieber auf der Stadt, beziehungsweise der Insel? Propeller drehen sich. Ist halt, finde ich persönlich, echt schwierig, da irgendwie was sich zu überlegen. Natürlich auch Kautschuk, den man nirgends mehr wo mehr braucht. Kurs gesetzt. Das müssen wir dementsprechend auch mal noch optimieren. Und generell natürlich, die Hacienda kann ich ja, glaube ich, auf jeder Insel theoretisch bauen. Aber pro Insel hat nur eine. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ja, der macht schon was aus. Ich träume noch von besseren. Luftschiff. Ja, nicht nur du träumst, ich träume auch. Das bringt hier eigentlich nicht viel, wa? Wir haben zwar auch Kunstschreinereien hier. Der Radius dafür stimmt noch nicht. Wo sind die überhaupt? Düngersilo. Da ist der auch neu. Dann noch ein paar Gebäude hier noch so neue Effekte drauf. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sie haben nicht unter den Palmen gedöst. Natürlich haben Sie es geschafft. Ja, natürlich habe ich es geschafft. Was ist denn hier los? Hä? Im Schwebezustand. Bergen, ich kann es gar nicht bergen. Auf Kurs. Hilfst du einem alten Mann und seinem Hut, por favor? Hast du nichts Wichtigeres zu tun, als einem alten Mann den Berg hochzuhelfen? Ja, scheint irgendwie so, wa?
Ja, hat geklappt. Es ist erste, gut gemacht. Bene, bene. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Warum kann ich hier Lager den Düngen und die Farmen ertragreicher machen? Was prinzipiell schon mal cool ist. Aber was brauche ich denn dafür überhaupt? Warte mal, ich kann es hier mal ganz kurz versuchen, Freunde. Ein Dünger. Huch. Hä? Aber krass, wird auch mal Dünger. Ja, aber... Warte mal. Geht jetzt los und holt den Dünger hier? Nee. Hä? WTF, woher kriegen jetzt hier Dünger? Ja, fehlende Waren, ja super. Kannst du mir mal sagen, was ich hier brauche? Hä, noch nirgends gesehen, dass wir irgendwie Dünger machen können. Hacienda, Hacienda, ach du Scheiße. Also. Grundsätzlich bleibt es aber so, wie es gerade ist. Jo, will ich, danke schön. Dass wir den Effekt der Hacienda nutzen wollen, um hier eben überall ein bisschen die Häuser ersetzen, das ist so eine Frage für sich. Aber es geht mir sicher ein bisschen darum, dass wir jetzt uns mal ein bisschen darum kümmern, mit der Hacienda zu arbeiten. Und ich glaube generell ist das eine gute Idee. Und wie gut genau, ich glaube, das schauen wir uns näher in der nächsten Folge an, wa? Der noch irgendwie hier noch eine Hacienda. Okay. Ganz bauen geht nicht, aber kann es mal hier vorsehen. Der Effekt müssen nachher trotzdem für alle gelten. Und ja, hier mit dem Kautschuk, okay, ist auch die Frage, Kautschuk-Dinge abreißen, weil das kann man momentan nicht mehr brauchen. Also sogar für längere Zeit nicht mehr. Auch hier die Baumwollplantagen und so, die sind ja von dem her eigentlich auch ganz ist das cool. Aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Oder klingt cool. Höhe stabil. Ich glaube, den kann man machen. Was haben wir jetzt mitgenommen? Hä? Tortilla, sehr gut, die haben natürlich genug Waren von allem. Krass. Hä, hey, was ist mit dem scheiß Dünger hier los? Wo kriege ich den Dünger her? Warte mal, war das nicht irgendwie so ein Ding mit dem Szenario, dass man irgendwie das von Ziegen bekam oder so? Aber habe ich hier gar nicht. Oder Moment mal. Im Insellager. Ich weiß gerade, wir haben jetzt die Folge beendet. Wo haben wir hier überhaupt Dünger? Die müssen irgendwie auch irgendwo sein. Gewürzmehl. Mhm. Das ist hier Leute, das ist was anderes. Mist. Aha. Mist und Dünger. Also Mist wissen wir, der kommt ja von den Ziegenfarmen. Wird der Mist generiert. Haben wir hier gar nicht. Oh, Rinderfarm. Moment. Ah, ich habe es anders gemacht. Hier habe ich ja mit den Fischdingern gearbeitet. Wir haben keinen Platz. Stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, ich habe keinen Platz. Mir ist ganz scheißegal. Okay, Freunde, machen wir so. Nächste Folge noch mal ein bisschen recherchieren. Und mal rausfinden, woher das mit dem Dünger und dem Mist kommt. Ob wir irgendwie jetzt eine Farm auf einer Insel haben, vielleicht jetzt eben eine Rinderfarm und so, weil ich weiß eben, dass aus dem Szenario zum Beispiel eine Ziegenfarm produziert mittlerweile nebenbei Mist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man den Mist so sammeln kann im Insellager. Oder ob der halt im Einflussbereich gewisser anderer Gebäude sein muss, die das dann quasi aufsammeln können. Aber selbst dann, wo kriegt er denn Dünger her? Ganz krass, ganz krass, ganz krass. Ganz krasse Geschichte. Sowohl mit der Hacienda als auch dem Dünger. Und ich würde sagen, alles, viel weitere mehr. Teste rein und so mit dem Dünger, mit der Hacienda, etc. etc. Armer Esel. Das will es mir in der nächsten Folge zurück bei Anno 1800. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao zusammen.